Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hitman mit mir, dem Alex, und wir gehen in die neue Mission rein. Direkt und ohne Umschweife. Also haben Sie gesehen, wie er nach dem Sturz wieder weggegangen ist? Ah ja, wie ein verdammter sprechender Engelmann. Können Sie ihn beschreiben? Jetzt raus hier! Verschwendet meine Zeit! »20 Leute, aber nicht eine Beschreibung, abgesehen von einer Glatze und einem Tattoo hinten am Nacken.« »Denken Sie, es ist dieser Hitman?« »Und wenn es die Zahnfee war, ich krieg ihn.« »Detective, das wurde hier abgegeben. Kit hat gesagt, für den Verantwortlichen im Fall Hitman.« Blackwater Park. Haben wir das etwa abgegeben, also Hitman? ESI Mobiles Kommando Center, Alter. Steht der auch für die Übergabe? Ja, Sir. Blackwater Park. Es stehen drei Teams für Sie bereit. Gut. Wir holen Victoria und bringen sie in Sicherheit. Und dann holen wir das Geld mit Gewalt zurück. Ist dieses Jahr kein Lösegeld enthalten. Darf ich fragen, wo es hingeht, Sir? Hope, South Dakota. Da, wo der Mythos stirbt. Das ist wahrscheinlich jetzt Dexter, der die irgendwie loswerden will an die Agency für Kohle, oder? Denke ich jetzt mal. Also könnte ich mir jedenfalls denken. Werden wir aber jetzt sehen, wie es im Endeffekt ausgeht. Part 2. Scurry's Law. Okay, Law heißt Gericht wahrscheinlich. Also Law heißt Gericht. Wir sind wahrscheinlich im Gericht, wie es aussieht. Und ja, das sind wir. In God we trust. Der nächste Fall ist Dexter Industries gegen Kevin Zimmerman. Hausfriedensbruch. Wo ist der Gefangene, Sheriff? Euer Ehren, der Gefangene hatte einen Unfall heute Morgen in seiner Zelle und er wird ins Krankenhaus gebracht. Verstehe. Denken Sie, er schafft's? Sieht nicht gut aus. Das war ein schlimmer Sturz. Alter, was für ein Lappen. Klage abgewiesen. Dann sollte ich mal zurückfahren und mich um die Knackis kümmern. Wiedersehen, euer Ehren. Das ist aber ein ganz schön behinderter Spaß. Wir sind im Gericht. Zu den Arrestzellen müssen wir gelangen. Die sind da hinten. Ja, ja, wir müssen gucken, ob wir nicht vielleicht irgendwie... Ich hatte im Hinterkopf, Leute, sorry, wenn jetzt wieder ein bisschen Background-Wissen kommt, dass man sich irgendwie anders in dieses Zimmer begeben konnte, außer auf die rüde Art und Weise. Das habe ich einfach noch im Hinterkopf, deswegen will ich das ausprobieren. Ich muss mich hier leider ein bisschen irgendwie verstecken jetzt, das ist das Problem. Ich darf hier eigentlich nicht rein. Aber von hier aus... Moment, kann man hier irgendwie hoch? Nee, kann man nicht. Scheiße. Von hier aus könnten wir nämlich bestimmt von hinten an die Zellen und so ran.
Können wir mal gucken, ob wir hier irgendwie rein... Ja, hier kommen wir rein. Gut. Das ist eine gute Abkürzung. Wie gesagt, alles weiß ich jetzt ja auch nicht, aber... So ein paar Sachen habe ich noch im Hinterkopf. Ja. Den erdrossel ich jetzt. Wir haben da sogar Kisten wieder. Heißt, es wird wieder relativ easy. Ist ziemlich um. Nimm seine Uniform. Nimm mir den. Komm, hier. Hallo. Und ab in die Kiste mit dem. Dann müsste ich mich frei da hinten rumlaufen können. Okay. Dieser Kerl ist der... Ich dachte nur... Okay, also ein Glatzkopf kommt in eine Bar. Ist das ein Witz? Nein! Sir, ich bin Polizist. Bleiben Sie sofort stehen. Sie da! Drehen Sie sich um! Der Typ ist down. Sehr gut. Haben wir hier irgendwo was, wo wir den reinstecken können? In die Schränke vielleicht? Moment. Können wir uns jetzt irgendwie... Nee, ich will mich nicht als ein Gefangener verkleiden, weil ich da nicht so viel Rechte habe. Oder kann ich mich hier als... Was ist das für eine Verkleidung? Ich teste erstmal... Nicht das, sondern was das für eine Verkleidung ist, würde ich gerne wissen. Genau dieselbe, okay. Gut. Wie komme ich jetzt an dem sein scheiß Gebäude ran? Hier ist Stacheldraht, da kann ich mich auch nicht entlanghangeln. Ich will da hinten ja hin. Die Sache ist... Von da aus komme ich nirgendwo hin, wo ich hin wollte. Nein, 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 du wirst mir nicht auf die Eier gehen. Ah, ich komme doch da hoch. Ich komme doch da hoch. Boah, Alter, geh mir auf den Sack. Kante, 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 Kante. Nochmal Kante. Komme ich hier irgendwie hoch? Scheiße, nee. Doch, hier komme ich nach oben. Geil. Komme ich hier rein? Cool. Wohin muss ich? Muss irgendwo hier hin, Moment. Ich bin schon mal hier in diesem Raum drin. Das ist schon mal gut. Aber ich muss in Raum 1 daneben. Das, hier geht's wieder zurück ins Gerichtsding. Das heißt, das müsste die Kammer von dem Richter sein. Das heißt, ich muss mich als der Richter ausgeben. Okay. Oder ich gebe mich als... Oder reicht's auch, wenn ich mich hier als Dings ausgebe, als Bediensteter. Also als Bulle. Okay, ich gehe mal hier raus. Und versuche mich als Bulle einfach nur hier rumzulaufen. Ganz gechillt, Leute. Kein Stress. Ich habe eine Schrotflinte. Ich habe lang genug Zeit. Ah, okay. Ihr habt auch einen langen Atem. Da kommen relativ viele Leute, ne? Das ist natürlich die Sache. Ihr habt auch einen relativ langen Atem, wie ich gerade merke. Ich habe auch so viele Rote. Das heißt, soll ich mich hier drin irgendwie verstecken? Werdet ihr das auch checken? Oh ja, das war ein Rhyme. Die sammeln sich ja alle vor meiner Tür. Das heißt, ich habe eigentlich keine Chance. Guck mal, wie viele Leute das sind. Ich rieche eine Ratte. Irgendwas hier draußen stinkt ganz gewaltig. Ich melde mich später wieder.
Komm, seh mich nicht. Ja gut, du siehst mich. Das war dein Fehler, dass du mich gesehen hast, Junge. Hättest du mich nicht gesehen, hättest du überleben dürfen. Da ist eine Kiste, in der ich mich verstecken kann. Ich bin aber nur orange. Scheiße. Ich habe mich wieder einer etwas besser erkannt. Ja gut, jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Scheiße am Dampfen. Leute. Chillt doch einfach mal. Was wollt ihr denn immer alle von mir? Chillt einfach, ich verstecke mich in der Kiste, ihr sucht noch ein bisschen rum, macht dann euren Job und in Ordnung ist das Ganze. Bitte nochmal kurz warten, ich wollte gerade nachladen, danke. Weil auch als Richter hätte ich mich nicht hinten reingekonnt, glaube ich, unbemerkt, weil dann, da knacke ich ja ein Schloss auf und das ist selbst als Richter bist du dazu nicht befugt. Das einzige Problem, was ich habe, ist halt, dass sie mich gesehen haben. Wie ich, also mich direkt erkannt haben. Hätten die mich nicht erkannt, hätte ich bessere Chancen gehabt. Oh. Chillt doch einfach mal, Leute. Das Problem ist, solange das rot ist, erkennen die mich auch, wenn ich in der Kiste sitze. Heißt, ich kann mich doch nicht mehr in der Kiste verstecken und es würde auch nichts bringen. Ich versuch's mich jetzt nochmal hier zu verstecken und dass die mich nicht finden, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Ich würde es gerne, dass ich einfach gechillt jetzt stehen bleiben kann, danach in die Kiste, sobald die orange sind, gehe ich in die Kiste und... Ja, dabei werden die mich jetzt aber auch sehen, wenn ich in die Kiste gehe. Von daher, ich nehme mal die Silver Ballers hier, Moment. Und werde damit, sobald ein Bulle hier kommt, ihn weghauen. Wenn er mich meint, enttarnen zu müssen... Das Problem ist halt ja auch, die machen den Weg hier relativ gut zu. Und seit auf Orange sind die alle in Aufruhr. Das heißt, ich muss wieder sorgen dafür, dass es weiß wird, dass ich die beiden, die da mir den Weg zumachen, nur ausschalte. Oder ausschalten muss und nicht alle. Oh, da kommt einer. Hm, doch nicht. Hat sich doch anders überlegt. Sehr gut. Nö, wir warten jetzt einfach in dem Eck gemütlich drin. Ich meine, die eigentlich können wir ja nur in der Kammer sein. Das ist ein bisschen unlogisch vom Spiel her. Bullen. Lasst mich doch mal in Ruhe. Jo, juckt die nicht. Ich bin durch. Auf geht's. Och, sie können nicht fortfahren, nur weil Gegner da sind. Das ist doch Bullshit. Ich hasse dies immer. Das ist so derbe. Das sind wieder diese Punkte. Die meiste Zeit lässt einen das Spiel fortfahren bei sowas. Aber an manchen Stellen eben nicht. Und das finde ich immer ein bisschen scheiße, weil das ist so, ja, Aufgabe des Spielsinns mit durchsneaken. Wenn die Tür auf ist, warum soll ich da nicht durchgehen und die Leute los sein? Soll ich eher die sneaky Art und Weise die umbringen? Ja, kommen wir mal so, die kommen relativ nah ran. Ich weiß nicht, ob der Schuss durch die Scheibe geht, weil die Scheibe ganz gut gepolstert ist. Sache ist, er sieht mich dadurch auch nicht, von daher ist mir egal. Komm, lass mich einfach schnell durch die Tür. Ich weiß aber nicht, ob die sind hier noch relativ nah dran, da wird mich das Spiel nicht durch die Tür einfach sneaken lassen. Ach, sorry, gerade fürs gegen das Mikrofon kommen. Das heißt halt das kleine Problem, was ich gerade noch habe. Ich bin hier, die sind relativ nah noch dran wieder. Ich werde es auch keinen umbringen, weil es wird wieder komplett alles neu aufleben lassen. Ein Schritt, du bist tot, Junge. Ich habe keine Geduld. Hab's ihm doch gesagt, ein Schritt zu weit nach vorne.
Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt als Orange schon durchlaufen darf oder nicht. Also mit die Gegner sind Orange schon durchlaufen darf oder nicht. Das Problem ist halt, die sehen noch, wo ich bin ungefähr. Sache ist, die sehen jetzt noch, wo ich bin. Okay, die rennen gerade, die laufen da gerade weg, okay. Komm, auf geht's. Ja, sehr schön. Okay, jetzt ging's. Sehr geil, wir sind hier. Wollen wir irgendwelche Waffen nehmen? Wir nehmen erstmal das Seil hier. Also die Klavierseite. Wir müssen hier runter, okay. Ach, das hier ist eine Zelle. Scheiße. Ah, ich glaube, der Typ, der lässt uns nicht so gut durch. Kommt mir nicht bekannt vor. Ich kann dir Geh mal auf den Sack, Junge. Der eine da hinten, der stört nicht. Der kann da ruhig irgendwo chillen. Okay, wir sind da. Wir sind im Knast. Wir kommen, arbeiten uns immer weiter nach vorne. Das ist gut. Und Victoria muss hier irgendwo sich im Knast aufhalten. Also irgendwo im Knast des Gerichtes aufhalten. Das sind aber ein paar andere Leute. Das sind nämlich jetzt richtige Wärter wieder und nicht nur irgendwelche... Ah, wo ist hier jemand? Da ist jemand. Scheiße. Wo ist sie? Die ist da hinten irgendwo. Ich habe eine andere Uniform als wie die. Das heißt, ich falle sofort auf. Weil das sind ja quasi... Ja, ich müsste mir dann eine neue Uniform mal wieder besorgen von irgendeinem. Ich glaube, wenn ich den hier wegziehe, dann fällt es aber auf, ne? Wenn ich den hier wegziehe, ja. Das Tor öffnen. Ja, ich muss hier in die Mitte von allen Bullen rein, ja, dafür... Scheiße. Ja, Junge, chill. Wenn du mich nerven willst, dann nerve ich dich. Ja, komm. Ich meine, umso mehr Endgame-Content, das wird umso schwerer, bis natürlich sich durchzusneaken. Von daher kann man es auch einfach mal so lösen. Ich weiß halt nicht, ob hier Bullen nachkommen in den Knast oder nicht. Wenn hier sollten hier welche nachkommen, habe ich es natürlich schwierig. Sollten hier keine nachkommen, habe ich es relativ einfach. Weil ich nämlich gleich alle weg habe. Alter, nein. Alter, hätte es jetzt daran gescheitert, ich wäre ausgerastet. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ab geht's weiter hier durch. Hier sind die Nächsten. Scheiße. Suchen irgendwie durchzukommen. Alter. Wieso hat der mich sofort erkannt? Ach komm, Junge, ernsthaft? Really? Muss ich mich ernsthaft alle abschießen? Das. Wow. Bitte als Checkpoint aber zählen. Das war scheiße. Ich hab die Ausrichtung, es hat sich bis zu denen nicht durchgesprochen. Ich könnte einfach gemütlich durchlaufen. War aber leider nicht der Fall. Aber ich würde an dieser spannenden Stelle auch mal sagen, das war's von der heutigen Folge und hallo Ryan, bis zum nächsten Mal wieder. Morgen 17 Uhr, würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Tschüss.